Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge LS19 Ellerbach. Oh, heute haben wir keine Ahnung, welchen Wochentag wir heute haben, denn ich werde die Folge einfach ein bisschen öfters raushauen, da ich einfach mega Bock auf das Projekt im Moment habe. Wollen wir mal gucken, wie es auf jeden Fall passt. Und ja, wir haben ein bisschen Geld noch gut geschrieben bekommen, da ich gehört habe, dass die Schulze, dass die eine BGA-Geduld schon bezahlt bekommen haben und deswegen haben wir Geld wiederbekommen, was wir für die bezahlt haben, weil. Ja, blöd. Wenn die doppelt bezahlt bekommen. So, dann die zweite Sache. Die Milch habe ich auch verkauft. Das seht ihr in der jetzt gleich folgenden Timelapse. Und ja. Wir fangen jetzt auch gleich an zu mähen. Um heute zu machen. Aber vorher würde ich gerne noch mit euch, mit dem Geld, was wir jetzt haben, ein paar Felder kaufen. Und zwar kaufen wir uns das Feld 100. Und das Feld 99, wenn wir die Kredit ist weg. Per Finger kommen wir das Feld 99 kaufen, meiner Meinung nach. Sind jetzt voll gedüngt, aber. Ja, ist halt so. Wenn sich nichts dran ändern, kaufen wir uns auch noch. So. Meine zwei Felder haben noch 50.000. Bald können wir es noch gut verkaufen, hoffentlich. Um die Keller mit zu Dingsen zu versorgen. Milch haben wir jetzt noch 11.000 Liter da. Also, die fahre ich noch weg demnächst. Mal gucken, wann. Vielleicht auch morgen früh erst. Und Mist haben wir auch noch mal 100.000 Liter. Also, ist noch ein bisschen was da, aber das sollte reichen. So. Füllen wir uns mal in den Case und fahren mal los. Das wird wahrscheinlich eine Nacht mehr Aktion werden, also so in den Abend rein, aber. Mal gucken. Von meinen Dingen kann ich noch ein Timeless machen, weil es einfach flexibler, schneller und besser ist. Deshalb würde ich sagen, Leute, sehen wir uns nach der Timelapse, die wahrscheinlich heute ein bisschen länger dauert, nochmal kurz wieder. Bis gleich und viel Spaß. We'll be right back.
Weiter geht's. Scheiße. Lau. Nein. Was lauen? Na, zwei hat auf jeden Fall voll. Oh, das ist natürlich gut gefüllt, ne? Xerion verdichtet hat das, glaube ich. Der Class Cargos ist echt ein geiler Anhänger. Warte mal. Kann ich mir vorstellen. Fährt sich gut. Ich hab noch nicht getestet. Ich bin gestern echt Welten gefahren. Das war geil. Was? Wie heißen die denn hier? Das Cargos 750 und 760 sind ja die Häckselwagen, ne? Ja. Gab's das schon als Mod vorher? Kann sein. Weiß also, wenn wir das noch ergänzen wollen, habe ich noch einen 740er. Alter, aber das ist auch ein Zweiachse, der hat nur ein bisschen weniger Volumen, der ist nicht ganz so hoch. Also eigentlich bringt es nicht wirklich hoch. Guck mal, Baum fest. Hilfe. Ich bin ab für eine Straße geflogen fast. Wo bist du? Ich fahr jetzt noch hoch zu dem Einfeld wenden. 61 oder was? Ja, genau. Ich bin hoch wenden, dann kann ich gleich morgen Schwaden, dann Dingsen. Dann pressen. Schwaden werde ich mit meinem Betrag und dann pressen mit dem Case wieder. Ui. Mein Herr Siebert! Fahren hast du auch in Dings gelernt, oder? In was? Polen. Führerschein gewonnen in Polen. Wahrscheinlich. Nein, bei meiner Lehrerin gemacht. Auch super Autofahren. Ich fährt einen fetten BMW und fährt trotzdem wie eine. Keine Ahnung. Schlechter als die ich. Sich, die Lehrer fahren alle irgendwelche kleinen Karren. Unser Lehrer, der eine Sportlehrer, fährt so ein VW Polo. Und unsere Lehrerin, die nur ein bisschen Deutsch unterrichtet, fährt einfach einen Jaguar. Und fährt einfach mal einen fetten BMW und ihr Vater hat einen Porsche. Also. Die verdienen gut Geld. Wenn du möchtest, kannst du meine Kühe füttern. Du musst nochmal einen Strohballen auflösen und dann kannst du einen Heuballen auflösen. Dann machst du einfach 30 bis 40% Heu und den Rest mit Silage auffüllen. Schatz, da sind auch noch 4 Liter drin. Ich glaube, das reicht. Ja, wird eng. Wird eng für die Nacht. Ja, das reicht. Nein. Wieder voll. Schaff ich zu überholen? Da komm auf. Hier war das 30 bis 40 Prozent, ne? Ja, mit Heu. Den Rest mit Silage auffüllen. Ich mach keinen Strom mehr rein. Strom ich mir auf zum Einstreuen, weil so viel kommt dies ja nicht bei rum wahrscheinlich. Aber hast du noch gut. Du hast doch noch jede Menge Heu. Du hast mehr. Ah ja, Heu machst du ja gerade. Ja. Deswegen Heu kann ich. Einpressen oder? Was? Willst du damit auch Ballen pressen, dann Heu, oder? Ja, ich presse alles in Ballen. Vor allem die Heuballen, ich will auch einen Teil Heuballen, dann die alten Heuballen will ich alle jetzt dann in die BGA schmeißen. Stimmt, du hast ja eine Ballenpresse. Ja, kannst du auch mitnutzen. Wenn du was hast. Ja, alles gut. Wann kannst du eigentlich ernten? Meist kann man im LS nicht pressen. Ja, leider nicht, das wäre geil. So für die Pigogasanlage oder so. Ui. Ja. Ich finde scheiße, dass im LS die Spiegel so beschissen sind immer. Das stört mich irgendwie im LS. Nächstes Update. Ich hoffe. Aber bei den Mods verhindert sie trotzdem nicht viel. Es wurde irgendwas angekündigt wegen den Spiegeln, aber ich weiß jetzt nicht genau, was. Ich sehe zum Beispiel den Wender in den Spiegeln, aber ich sehe die Reifen in den Spiegeln, aber ich sehe nicht mal meine Kotflügel in den Spiegeln, wie sonst eigentlich sehen würde. Bei jedem Traktor ein bisschen Kotflügel. Ich sehe gerade so den Wender in den Spiegeln. Die zinken sich so halt auch kaum mehr. Finn! Du kleines Arschloch! Was hat er gemacht? Der hat meine Wiese mit abgesammelt. Welche? Die 63. Der Tizi hat gesammelt. Ja, aber der hat die geschwadet wahrscheinlich. Tizi hat geschwadet und gesammelt. Oh, Tizi. Naja, ich finde schuld. Er hätte aufpassen sollen, was sein Angestellter macht. In dem Fall Angestellter. Naja. Ja, er hat nur geschwadet und. Ja. Hätte Finn drauf achten müssen, als Chef. Ich war nicht mehr da. Ich hab nur. So, Leute. Ja, gewendet. Ist alles, wo ich viel hochgefahren bin, für das Feld zu wenden? Mein Heu ist weg. Wurde schon mal von den Schulden mitgenommen, aber naja. Passiert. Ja, ist halt so. Ich habe den ja Wender ausgeliehen.
fahre ich ja gleich zu dem Hof zurück, dann bleibt der Dreck, ist jetzt halt so. Ja. Ansonsten, meint nicht mehr zu viel zu tun, ist jetzt ja schon spät. Und dann geht's hoffentlich morgen heran zu ernten. Ich habe gehört, Jakob möchte ernten. Bei uns. Bert Siebert, meine ich, Entschuldigung. Ja, hat mir so abgesprochen. Jo, weil der hat sich ja Drescher geholt. Was für einen hast du geholt? Klaas Tucano. Klaas Tucano, oh. Der hat ja genug Arbeitsbreite für meine Felder. Ja, 7,70 Meter. Da bist du schnell fertig mit. Ja, und dann habe ich ein Schreiben von RWE bekommen. Das kann ich euch gerne zeigen. Ich liege jetzt draußen auf dem Schreibtisch. Zeige ich euch dann demnächst mal, wenn ich es nicht vergesse. Und zwar hat RWE geschrieben, keine Ahnung, warum RWE das schreibt, weil wir sind ja Bayern, aber RWE hat halt geschrieben, dass hier unten wohl noch ein großes Kohlevorkommen sei unter Ellerbach. Und deshalb die ganze Gegend hier geräumt werden muss, da auch unter meinem Hof zum Beispiel einiges an Kohle liegt und dann alles weg muss. Deswegen sollten wir den Hof bis zum ersten Frühlingstag nächstes Jahr räumen. Und sie haben uns neue Höfe in Hopfer versprochen. Da sind wohl viele kleinere Kleinbetriebe pleite gegangen. Und da sollen wir wohl hinziehen alle. Naja. Ich habe gedacht, ja, wenn die uns dann da einen Hof anbieten, ziehen wir da hin. Wir teilen uns den Hof zu. Also wir dürfen uns aussuchen, wir haben da ein paar Bilder, Ringe, wir können mal hinvergucken, dann dürfen uns ausruhen, scheinbar, wohin wir wollen. Welchen Hof von da. Und da gucken wir mal, wohin wir gehen. Auf jeden Fall, Hopfach soll wohl schön sein. Ich war noch nicht da. Warst du schon mal da, Herr Bert, im Hopfach? Ich war mal zu Besuch bei Bekannten, aber mehr auch nicht. Ist denn schön in Hopfach, oder? Ja, das ist sehr schön. Aber die Feldflächen unterscheiden sich auch deutlich von unseren hier. Sind die größer, oder? Ich glaube, eine ganze Ecke, ja. Okay. Also ich habe was gelesen im Schreiben, dass da Felder von 0,8 bis 15 Hektar, bis 18 Hektar gibt. Und dann auch 220 Flächen wohl in dem Gebiet, wo wir wohnen. Ja, genau. Im Kreis von... Ich glaube, 32 mal 32 Kilometer haben die da das Gebiet. Ja, das habe ich auch gelesen, ja. Das ist schon scheinbar ein riesiges Gebiet. Ich bin mal gespannt, da freue ich mich drauf auf Hopfach. Umzug ist wie gesagt erst der Frühlingstag. Sollen wir da sein? Das heißt, wir werden auch jetzt im nächsten Winter dann anfangen umzuziehen. Die ersten Maschinen rüberfahren und den Hof und so angucken. Wenn wir aber nach der Ernte erst machen können, weil erstmal die Ernte geht jetzt noch vor. Ich werde auch so viel wie möglich. Ich schon mal den Drescher vor. Okay. Ich werde wahrscheinlich so viel wie möglich in die BGA schmeißen, da ist ja nicht gerade sinnvoll, ist so viel Ballen mitzunehmen. Da werde ich mir wahrscheinlich da drüben neue Ballen holen. Oder ein paar Ballen nur mitnehmen, so einen Auflieger. Ballen mitnehmen, das bis zum Winter reicht. Was wollen wir denn bei dir dreschen? Also gedroschen werden können, Feld 99, 100. Welche Früchte? Achso, eigentlich, also brauchst du das normale Haspelschneidwerk, also Weizen. Und Raps. Okay, gut. Also, ich kann auch gerade die Felder sagen, wenn du möchtest. Du es abschätzen kannst. Ja. Also Feld 99, 100, 112 und Feld 92. Ist einzutrechnen. Ah, gut. Mehr ist es nicht. Ich muss mal ganz kurz was absprechen. Bin gleich wieder da. Bis gleich. Nein. Gut. Aber wie gesagt, also, Hopfach, denke ich mal, wird eine schöne Gegend sein. Ui. Bin ich mal gespannt. Aber wenn wir jetzt mal sind, machen wir die Folge zu Ende, denn wir haben heute einiges geschafft. Okay. Scheiße, Mann! Ich will nichts gesagt. Na, fahren wir mal der Feuerwehr vorbei, ist auch gleich wieder Geräteübung. Heute nochmal Dings, ist ja noch ein bisschen Sitzung heute. Fahren wir mal vorbei, gehen mal Hallo sagen. Ui! Ein bisschen eng genommen. Da packen wir den Feuerwehrträger zu. Ui, da war Fahrrad vom Kollegen. Knapp. Bisschen geschoben, glaube ich. Naja, also können wir stehen bleiben. Mal ausfällig. So. Ich würde sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut gerne beim Like vorbei. Macht's gut, bis dann und Abo nicht vergessen. Ciao, ciao.